Aufstellung zum Mannschaftsfoto für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft am Montag in Herzogenaurach. So langsam wird es ernst, denn schon am 20. Juli wird die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland angepfiffen. Dort spielt das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in einer Gruppe mit Marokko, Kolumbien und Südkorea. Mit dabei sein wird auch Verteidigerin Caroline Simon von Bayern München. Sie glaubt, dass Deutschland sehr weit kommen kann bei dieser WM. Ich glaube, dass man eine unfassbare Breite hat. Man sieht, es sind sehr viele Spielerinnen da, aber es ist ein absoluter Konkurrenzkampf da. Auf jeder Position gibt es 2, 3, teilweise 4 Spielerinnen, die die Position unterschiedlich interpretieren und ausfüllen können, was natürlich jetzt gerade für das Trainingsniveau einfach auch sehr, sehr gut ist. Ja, und ich finde, das kann ich ja jetzt einfach auch noch sagen, weil ich so ein bisschen nach diesem EM-Schwung dazugekommen bin. Es ist ein unfassbarer Teamspirit da und ein Selbstvertrauen, ein Selbstbewusstsein. Bevor die deutschen Frauen bei der WM antreten müssen, steht am Freitag noch ein Testspiel in Fürth gegen Sambia auf dem Programm. Das wird auch die letzte Chance für die Spielerinnen sein, sich für den WM-Kader zu empfehlen. Am 24. Juli heißt der erste WM-Gegner im australischen Melbourne dann Marokko. Anstoßzeit ist um 10:30 Uhr vormittags deutscher Zeit.